Hallo, das ist auf jeden Fall nicht das zweite Mal, wo ich dieses Intro aufnehme, weil ich beim ersten Mal total versagt habe. Wir schauen heute Brust raus. Können uns Beziehungen so krass verändern? So krass? Können uns Beziehungen wirklich so krass verändern? Und ich sage euch jetzt schon, ja, Mann. Spürt ihr das? Dieses Knistern? Meine Beziehung zu Creepypasta-Lunch hat mich dahingehend verändert, dass ich jetzt ein besserer Mensch bin. Liegt doch was in der Luft. Diese Boyfriend-Luft? Yeah. Yeah. The world is so small. Nein, Moment. Das war nicht er. Das war nicht er. Das ist, glaube ich, doch eher die Girlfriend-Luft. Diese Freundinnen-Luft-Trend muss echt sein, weil so sah mein Mann aus, bevor wir uns kennengelernt haben und danach, okay? Ja, so war davor ausgeschaut und dann danach. Ah nein, plötzlich davor und dann danach. Tschüss, Alter. Hui, hui, hui. Davor? Was ist mit seinem Gesicht passiert, yo? Okay, warte mal, sorry, Chatbox hier ganz kurz weg. Ich meine, er sieht nicht schlecht aus oder so, nur man sieht halt, okay, wenn der Bart weg wäre oder wenn der Bart zumindest getrimmter wäre, dann wäre das wesentlich vorteilhafter für ihn. Und wenn er eh so eine Jawline hat, Bruder, der sieht ja bistunarisch. Das wird mein Boyfriend jetzt gleich. Ja, das ist ein sehr gepflegter, junger Herr, den ich auf jeden Fall akzeptieren würde als Freund. Was, wie auch immer. Könnte das Liebe sein? Kleiner Spaß. Ist natürlich wunderschön, in einer Beziehung zu sein. Also, ja, finde ich persönlich zumindest. Wir wissen ja, das mit dem Dating kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Ich wurde schon in der Kennenlernphase gefragt, ob ich kochen kann oder wie groß meine Körbchengröße ist. Und das mit der Hochzeit und dem Hype drumherum ist vielleicht auch ein bisschen außer Kontrolle geraten. Popcornmaschinen, Fotoautomaten, Stretchlimousinen oder Rosenregenkanonen kosten eben Geld. Aber was? Ja, safe. Ich weiß nicht, was ihr so geplant habt für eure Hochzeit, falls ihr generell schon irgendwas geplant habt. Aber Bruder, ich werde sowas von das machen, worauf halt meine Future Wife und ich halt Bock haben und nicht das, was so traditional ist. Zum Beispiel, wir haben uns so überlegt, ob wir nicht so eine Pasta-Bar machen. Das wäre mega cool. Da kannst du so Pasta holen in so verschiedenen Ausgaben. Na hier, keine Ahnung, fucking Tagliatelle, Penne und was weiß ich, was alles noch gibt. Nudeln halt einfach, ne? Spirali und dann so verschiedene so Soßen und sowas. Das war sehr, sehr sick. Und natürlich eine Holy Bar darf nicht fehlen. Eine Creepy Pasta Lunch Bar, das auf jeden Fall. Na, aber dann gibt's normalerweise gibt's halt, ich habe auch nichts dagegen, wenn es da immer so Schnitzel und Kartoffeln, also Erdäpfel und sowas halt gibt. Aber halt so ein bisschen was Nices irgendwie reinmachen, worauf du halt Bock hast, ne? Was ist mit denen, die dazwischen sind? Wollen wir endlich mal über die reden, die in einer Beziehung sind? Also, so richtig. Welchen Alkohol trinkst du dann gerne? Ey, Alkohol ist eine sehr schlechte Sache, aber ich bin ein großer Fan von Aperol Spritz. Ein richtig guter Aperol Spritz oder Bier oder sowas. Sehr, sehr nice. Wenn man TikTok glauben möchte, dann... Also nice als Genussmittel und nicht als zum exzessiven Konsum. Ihr wisst, was ich meine. Falls ihr Alkohol trinkt oder... Nee, komm, das ist jetzt hier wieder Promotion. Wenn ich Alkohol trinke, dann trinke ich gerne sowas. Und ich würde euch raten, gar nicht das mit anzufangen, weil Alkohol ist eine sehr, sehr schlechte Droge. Beeinflussen und verändern uns unsere Partnerinnen und Partner anscheinend sehr, also optisch. Und vor allem die in einer heterosexuellen Beziehung sind. Man bezeichnet es als Girlfriend-Effekt, wenn sich der Mann durch oder wegen seiner Freundin verändert und einen augenscheinlichen Glow-Up hat. Okay. Warum immer der Song? Okay. Vor unserer Beziehung, okay, es sieht aber, ja, sieht stabil aus. Sieht aus wie so ein bisschen so Fuckboy-mäßig unterwegs, aber das ist ein angenehmer Mensch zum Draufschauen. Ist das weird? Wahrscheinlich. Yes. Ja, und jetzt? Ja, okay, aber... Ja, die Fotos sind besser geworden und alles. Er hat halt einen Bart bekommen. So, ich habe halt auch in meiner Beziehung einen Bart bekommen. Ist halt die Frage, okay, ist es jetzt der Girlfriend-Effekt oder ist es einfach, weil du halt generell so ein Glow-Up hast? Ne? Boyfriend-Effekt, wenn sich die Frau wegen ihres Freundes in einer Beziehung verändert. Aber ich sag mal, eher in eine andere Richtung. Real. Get out your car und du gibst mir ein Copyright-Claim und jedes fucking Lied muss ich passieren. Der Boyfriend-Effekt ist real. Blood, danke dir für die... Für die zwei verschenkten Subs hätte ich von dir. Okay, me with a boyfriend, okay. Me being single, okay. Also single schauen die Girls besser aus und vergeben schauen die Boys besser aus.
maybe. Die damit zu tun haben, aber vor allem der Girlfriend-Effekt haben unfassbar viele Aufrufe und gegen. Weiter, 220 Millionen. Boyfriend Air? Was? So viel? 240 Millionen Aufrufe bei Boyfriend Air. Habt ihr schon mal Boyfriend Air gerochen? Vor einer Weile total ab. Und ihr habt das auch gesehen und euch ein Video dazu gewünscht. Deswegen habe ich mal bei Sexual. Ja, safe. Girlfriend-Effekt oder Bart-Effekt. Also ein Bart macht so einen krassen Unterschied bei manchen Leuten, bei mir Bart genauso. Bartherapeutin Julia vom SWR-Psychologie-Instagram-Kanal fühlen wir nachgefragt, Julia, was sie so von dem Boyfriend oder dem Girlfriend-Effekt hält. Ich finde, die Videos müsste man eigentlich von mehreren Seiten anschauen, weil da steckt schon. Ich kann mich erinnern an die Frau, die mit ihrem Vulva-Museum-Poster oder was auch immer. Die hatte hier, kommt gut. Die hatte hier hinten ein Bild mit einer Frau mit Brüsten. Die Brüste waren sehr sichtbar, sage ich jetzt mal. Und das ist ja okay, das kannst du ja machen. Das Problem ist nur, ich bin auf Twitch und ich bin auf YouTube und es war eine sehr hakliche Angelegenheit, auch das Ganze. Sehr viel drin, was ich auch kritisch sehe. Also, lasst uns mal drauf schauen, ob es diese Effekte wirklich gibt und wie krass uns Beziehungen nicht nur äußerlich verändern können und ob das cool ist oder eher nicht. Ich würde sagen, let's go. Wie hat das überhaupt alles angefangen? So richtig viel Aufmerksamkeit hat dieses TikTok-Video vor einer Weile bekommen. Ein Student erzählt hier, dass er durch die Tipps seiner Freundin seinen Style verbessern konnte. Being a girlfriend has definitely made me glow up. Like, this is after dating for a year. I went from this to this in a year. This picture and this. Ja, okay. Bro, sei mir nicht böse. Oh, Alter, Venedig. Ich liebe Venedig. Sei mir nicht böse, aber wenn das nicht. Bruder, du hast eine fucking. Okay, sei mir nicht böse. Du hast eine fucking Gitarre als Gürtelschnalle, okay? Und dann hast du so ein durchsichtiges Mesh-Top oder wie auch immer. Wenn das nicht dein Style ist, wie kannst du das dann anziehen? Das ist ja nichts, was man irgendwie unabsichtlich anzieht oder so. Wo kriegst du das überhaupt her? Du hast ja extra gesucht nach so einem Gürtel, Alter. Du kannst mir nicht erklären, dass du den mit der normalen Schnalle gesehen hast und den mit der Gitarre und da hast du gedacht, ah, weißt was? And this one are 5 months apart. Yeah, okay. It just makes me look better. I don't know what it is. Aber vor allem sein zweites Video zum Thema ist dann richtig abgegangen. Er spricht davon, wie seine Freundin das Potenzial von ihm erkannt hat und erklärt, dass sie ihm seine Outfits zusammengestellt hat. Aber das sehe ich auch direkt. Und er hat doch hier so eine Tasche und sowas. Also er hat sich sehr feminin gekleidet. Auch mit der Perlenkette, sag ich jetzt mal, oder mit den Dings. Und dann halt nicht mehr. Bro, es ist nicht schwer, sich nicht feminin zu kleiden. So. Ich finde das fresh, to be honest. Also wenn ich jetzt, also ich sehe ja auch direkt so, Bruder, wenn du einfach ein schwarzes T-Shirt anziehst und eine schwarze Hose, wie es der Küser immer hat, dann siehst du auch direkt anders aus. So, und wahrscheinlich auch glow-up-mäßig anders. Außer das ist halt dein Style, der Gitarrengürtel, die Tasche und sowas. Ey, dann go for it. Gesagt hat, wie er seine Haare. Aber dann sag halt nicht, dass es ein Glow-up ist. Soll, Packlisten für ihn geschrieben hat. Grüß und was ich sehr schön finde, ist, dass er sehr glücklich über diese. Hey, die Tasche ist noch da. I like so much more how I look now than when we met. She saved my life, for real. Danke. Ich sehe so viel besser aus. Bruder hat ein schwarzes T-Shirt. Genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ein schwarzes T-Shirt und eine Jens. Das ist alles. Boah. Er hat einen krassen Style-Glow-up, weil ich jetzt ein T-Shirt und eine Hose anziehe. Look now than when we met. She saved my life, for real. Boy, danke an die shit. Freundin. Boy, sie hat, shit. Wenn man nach den Kommentaren geht zumindest, sehr gute Arbeit geleistet. In einem Interview hat er danach nochmal erzählt, dass er gerade als Mann niemanden hatte, der ihm vorher Styling-Tipps gegeben hat. Er sieht vieles zu Frauenfashion, Make-up oder Hauls, aber eben nicht so viele Videos, die sich an Männer richten. Genau, deswegen hat er unabsichtlich sich feminin gekleidet, obwohl das überhaupt nicht sein Style war. Er hatte keinen Plan, was er so tragen soll und jetzt in dieser ernsten Beziehung ist da endlich jemand da, der sich genug kümmert, um ihm ehrliches Feedback dazu zu geben. Und mit dieser Geschichte konnten super viele relate. Ich habe nicht nur, aber schon ziemlich viele Freundinnen gesehen, die stolz ihre fertige Arbeit gezeigt haben. Okay, before me, beginning of relationship, my boyfriend, before we met. Ah, okay, das ist jetzt alles before. Ich blende euch hier ganz kurz aus. Das ist jetzt alles before. Ich mache hier wieder den Ton aus. Ihr kennt es. Now. Ich glaub nicht ganz dran, Alter. Ich glaub nicht ganz dran. Warte, nochmal. Ja, okay. Das ist aber nur Scheiß-Style. Das ist true. Das ist auch, ja, also was heißt Scheiß-Style? Das ist halt sehr standardmäßig und das ist auch sehr standardmäßig. Wobei, er hat das sehr gut ausgesehen. Das ist ein sehr freshes Pick von meinem Boy. Okay. Das ist einfach nur ein T-Shirt von der Seite. Mehr sieht man nicht. Ich habe auch den ganzen Tag nur T-Shirts an.
Das ist auch einfach nur ein Sommeroutfit. So eine kurze Hose und so ein Tanktop ist ja nice. Ist ja nice. Beach, please. Und damit geht er an den Strand. Okay, das ist swaghaft. Und dann hier die Allmann-Version. Lange Socken mit kurzer Hose und Wanderschuhe. Ah, na, Blödsinn. Hä? Bruder, ist das eine in Yeezy und das andere nicht? Oh ja, das sind beides Yeezys, oder? Ich glaube. Das sieht aus wie ein Wanderschuh und das sieht aus wie ein Yeezy. Bruder, der Bre hat zwei unterschiedliche Schuhe an. Schwör bei Gott. Und dann danach, okay. Das sieht fresh aus. Das ist original auch nur ein Ding von der Seite. Na. Ja, I don't feel it, man. Die Videos wurden in den Kommentaren viel gefeiert und viel diskutiert. Der hatte Potenzial und sie hat was draus gemacht und sein Leben gerettet. Oder noch besser, du hast ihn erfunden. Girl, du musst ihn patentieren lassen. Andere wollen wissen, wie das geht oder sehen die Arbeit schon vor sich. Also natürlich nur aus Joke. Andere verstehen nicht, warum ihre Freunde sich nicht von ihnen kleiden lassen wollen, denn... Ich finde das ja auch weird, wenn das so... Oh geil, ich will meinen Boyfriend auch unbedingt umstylen. Ich will, dass er das trägt, was mir gefällt. Wenn die damit fein sind, dann ja, okay, go for it. Wenn die einfach sagen, so ja, mir ist es relativ egal, du kannst von mir so auch die Kleidung für mich kaufen und so, ist dann ja, go for it. Sie sind ready anzufangen und loszulegen. Durch die Kommentare sieht man, es ist nicht einfach nur ein Effekt, Leute. Puff, auf einmal ist dein Freund hot. Natürlich nicht. Es ist harte Arbeit. Es wurde investiert, kalkuliert, visualisiert und verändert. Ich meine, do you think single men extrahiert. Look like this? So yeah, props to all the girlfriends out there. This is a part-time job. Teilzeit? Wenn ich mir das so ansehe, wie der Girlfriend-Effekt schon im Gange ist, wie viele Bereiche da angegangen werden, dann ist das mehr. It's a full-time job and it's extremely time-consuming and it's not as easy as it may appear to some people. It's a full-time job. Diese Idee von dem Partner, der in einer Beziehung zu einer Art Projekt wird, ist gar nicht mal so mega neu und wird in der Popkultur immer mal wieder auf unterschiedlichste Art thematisiert. Der Netflix-Film Einer wie Keiner ist ein ganz gutes Beispiel für. Der kam vor ein paar Jahren raus, basiert auf dem Teen-Klassiker namens Eine wie Keine aus dem Jahr 99. In der Originalversion verpasst der beliebte Typ einem unscheinbaren Mädchen ein Makeover. In der Netflix-Version ist es andersrum. Als ich ihn kennengelernt habe, war er ein 50 Kilo Hänfling mit fettigen Haaren. Dann mach dir doch einen neuen Jordan. Ich erschaffe den nächsten Ballkönig. Bei dir klingt das so einfach. Denkst du, ich schaff das nicht? Nein, aber es wird witzig, dir dabei zuzusehen. Eine Wette? Oh. Abgemacht. Sie suchen sich dann jemanden Neues aus, den sie als totales Desaster... Bruder, der Typ... Nee, das ist ja so ein Bullshit. Der Typ sieht jetzt schon swaggy aus. Vor allem, der hat seinen Style schon gefunden, Bruder. Den sollte man nicht neu resetten, so. Das ist gut. Beschreiben, sie ver... Ja, wahrscheinlich, Alter. Wahrscheinlich der Typ. Hast ihm ein Makeover, alle finden ihn dann ganz... Nee, davor war er besser. Toll und Spoiler, sie dann... Boah, krass, Alter. Der Typ sieht aus wie jeder andere. Auch. Aber auch in der Serie Sex Education gibt es einen Makeover-Moment. Nee. In Staffel 3, Folge 2 hat Ruby was mit Otis. Die sind aus zwei verschiedenen Welten. Was wäre euer Kaiser-Makeover? Was soll ich tragen? Ein Anzug, ha? Und deswegen möchte sie ihn auch verändern. Hässlich. Richtig hässlich. Unsäglich. Ich habe schon mit meiner Freundin geredet. Wenn ich immer noch mal so alt bin, wenn ich immer noch mal ein Granddad bin, Glatze. Ja, Glatze, das wäre was. Dann werde ich so lauter Hawaii-Hemden tragen. Das wäre geil, Leute. Ja. Alpha Kevin Merch, glaubst du? Das gefällt mir eigentlich. Dir gefällt nicht, wie er läuft. Er verstellt sich total für sie, weil er sagt, dass er dafür im Gegenzug mit ihr schlafen möchte. Später steht er dann doch für sich ein und lässt sich nicht verbiegen. Kleiner Spoiler, aus den beiden wird leider nichts. Auch in der Musik ist das schon Thema gewesen. Beyoncé hat zum Beispiel in den 2000ern den Song Upgrade You zusammen mit Jay-Z rausgebracht. Die sind ja mittlerweile seit über 20 Jahren zusammen und singen in diesem Lied, dass sie sich gemeinsam upgraden wollen. Und sie ihn auch optisch. Deine Krawatte durch die mit Lila ein Label tauschen, okay? Upgrade, ja. Ich krieg einen Copyright Strike. Wie können die sowas hochladen? Übrigens Luxusaccessoires wie teure Uhren oder Krawatten, die man an lilanen Labels erkennt. Also ein teures Upgrade eben. Manchmal muss man eben investieren, oder? Und manchmal darf man nicht beim Optischen aufhören. Da muss man an die Persönlichkeit ran. So nach dem Motto, ich kann ihn verändern. Ey, ich finde das geil, wenn Leute so ihren eigenen Style haben, vor allem halt so... Im Herbst, Winter und sowas geht das ja mega easy, weil da kannst du voll viel so layern und sowas. Da kannst du Hoodies anziehen und da kannst du hier Rollkragen mit so Jacke und was weiß ich was. Schaut sehr, sehr sick aus. Aber im Sommer ist dann immer Arsch. Aber das Gute ist so, ich
Fühle mich sehr wohl in einfach so Standard-T-Shirts und in einer kurzen Hose. Und ich bin so zufrieden damit. Und das ist einfach so mein Standard-Outfit, sorry. Weil viele so in der Fashion-Szene, die mögen das überhaupt nicht, kurze Hosen anzutragen, weil das irgendwie keine schöne Silhouette oder sowas ergibt. Was so weird ist, Bruder. Weil halt so, ich werde mich safe nicht mit, Bruder, bei 40 Grad in der Sonne werde ich mich safe nicht mit langer Jeans nach draußen begeben. Safe nicht. In Simpsons war. Das fand ich damals immer so schlimm im Büro. Im Büro, da haben damals die Mädchen, was ist Mädchen? So die, ich habe jetzt gedacht an die anderen Lehrlinge, mit denen ich halt aufgewachsen bin. Wurscht, die Damen konnten dann so Kleider tragen und sowas. Und ich bin dann immer draußen gewesen mit so einer dicken Hose. Was heißt dicke Hose? Ja, vergleichsmäßig. Boah, das hat mich immer so aufgeregt. Wie sehr ich mir gewünscht habe, ein Kleidchen zu tragen. Naja. Findest du, wenn ich respektlos seinen Partner verändern zu wollen, als wäre das Original was Schlechtes? Ich find's halt, ja, schau, wenn der halt sagt zu dir so, yo, für mich ist das fein, wenn du das machst, dann ist es, ja, okay, aber halt, ich find das auch irgendwie weird. Also wenn jetzt meine Freundin so zu mir kommen würde und sagen würde, yo, das gefällt mir überhaupt nicht, was du machst und ich muss da unbedingt was an dir ändern, weil sonst geht das gar nicht, dann ist es halt so, ja, weiß ich jetzt nicht. War das zum Beispiel in Staffel 8, Folge 7 Thema. Die Folge heißt, Lisa will lieben, denn keins tragen. Sie findet Nelson, der ja eigentlich so ein kleiner Bad Boy ist, auf einmal spannend und denkt, dass sie ihn durch ihre Liebe positiv beeinflussen kann. Und Marge gibt ihr dann diesen Rat. Die meisten Frauen werden dir erzählen, dass es völlig unmöglich ist, einen Mann zu ändern. Aber ich sage dir, diese Frauen sind Drückeberger. Was? Als ich deinem Vater zum ersten Mal begegnet bin, war er laut, ordinär und schweinisch. Aber ich habe ihn bearbeitet und jetzt ist er ein völlig neuer Mensch. Aber auch das klappt leider im Endeffekt nicht so gut. Fallen euch noch mehr Serien oder Filme zum Thema ein? Dann schreibt's mal gern in die Kommentare. Diese Ich kann meine Partnerin oder meinen Partner verändern oder vielleicht sogar verbessern Erzählung ist ein ziemlich bekanntes Muster in verschiedensten Geschichten, Genres, Medien und natürlich auch Memes. Und ja, das wird oft ziemlich überzogen dargestellt, aber welchen Eindruck man durch solche Szenen oder jetzt vielleicht auch durch diesen TikTok-Trend bekommen könnte, hat uns jemand von euch aus der Community mitgeteilt. Eine Zuschauerin hat uns das hier geschrieben. Ehrlich gesagt setzen mich diese Videos mit dem positiven Einfluss von Beziehungen auf das Aussehen des Partners als Single ziemlich unter Druck. Bin ich, wenn ich eine Beziehung eingehen würde, irgendwie verantwortlich für das Glow-Up des Partners? Nee. Julia als Sexualtherapeutin hat mir deswegen erzählt, was an dem Girlfriend-Effekt dran sein könnte und wie sie den Trend findet. Und sie findet einen Aspekt besonders kritisch. Dass wir Menschen eben nach dem Äußeren immer bewerten. Also wie sieht die Person aus? Wie wirkt die auf mich? Ja? Sondern eigentlich sollte man ja fragen, wie geht es dir? Also wie fühlst du dich in dieser Beziehung? Und es könnte natürlich ein Hinweis sein, dass wenn Männer sich innerhalb von einer Beziehung anders kleiden, wenn die selbstbewusster werden, dass es denen halt auch prinzipiell einfach gut geht in dieser Beziehung. Was natürlich schön ist, ist, wenn man innerhalb von einer Beziehung auch ein Glow-up hat. Ja? Also wenn man sich ein Glow-Up. Ja, nee, gibt es ja auch solche Brands wie, ich glaube, Outfittery, heißen die Outfittery? Die, da schickst du irgendwie so deine Körpermaße hin. Ich habe das nie gemacht, aber ich habe da immer die Werbung dafür bekommen. Da schickst du so deine Körpermaße hin und die erstellen dir dann quasi so ein Man-Outfit. So, yo, keine Ahnung, hier, du kannst braune Schuhe mit einem braunen Gürtel kombinieren und dann eine blaue Hose dazu und dann ein weißes Hemd und dann noch ein, was weiß ich, blaues Jackett dazu und sowas und das sieht dann gut aus. Das ist so Outfit Nummer 1 und dann ziehst du das an und dann sieht das so aus, als hättest du Style, obwohl du es halt überhaupt nicht hast. Ne? Das ist cool, das kann man machen, wenn man sich ja wirklich überhaupt nicht damit befasst oder wenn es einen wirklich nicht interessiert so wirklich, weil ich habe auch viele, ich habe viele Leute gesehen, die hat so überhaupt keine Ahnung, wie oder was gut an ihnen aussieht. Da hatten wir einen Dude in der Firma, der war sehr skinny und groß und der hat immer T-Shirts getragen. Der war wirklich groß, so 2 Meter groß oder sowas. Und der hat immer T-Shirts getragen. So meine T-Shirts, ich mag die gern so lockerer und sowas, ne? Weil das ist einfach chillig. Und so wenn ich dann meine Arme hochgebe, dann geht das immer noch, dann ist es immer noch machbar. Und dem seine T-Shirts, die haben halt hier, original so hier aufgehört, ne? Es war so extrem cropped, aber das war nicht cropped absichtlich, sondern es war einfach, weil das T-Shirt selber zu klein war. Was hast du gegen diese Flecken, ha? Was hast du gegen diese Flecken? Na und? Ich bin in den Dreck gefallen, na und? Ich habe halt keine Waschmaschine, Alter. Und das war immer so weird, weil dann hat er sich so, immer wenn der so ein bisschen so seine Arme gehoben hat, wenn der sich so ein Tablett genommen hat bei der Cafeteria oder sowas, dann hat man direkt so seinen Bauch gesehen.
Und keine Ahnung, das fand ich mal urkomisch, aber ja. Sich gut fühlen, wenn man mit der Person sich gut so fühlt. So ist es halt. Wobei ich auch da sagen muss, Partnerinnen sind Partnerinnen und keine Therapeutinnen und keine Psychologinnen, ja. Also das ist nicht die Aufgabe von Frauen, was dieser Trend auch so ein bisschen zeigen soll, könnte. Oder dass man meint, dass Frauen auch dafür zuständig sind. Weil in erster Linie ist man natürlich selber dafür zuständig, wie es einem geht, mental. Aber natürlich gibt es immer auch den Blick auf die Unterstützung von Partner, Partnerinnen. Halten wir fest, Frauen sind also nicht für das innerliche Glow-Up verantwortlich. Say it with me. Aber irgendwie scheint es ja dieses Bedürfnis, andere... Aber sind Männer jetzt für das Glow-Down verantwortlich? ...fixen zu wollen, bei vielen trotzdem zu geben. Ich zitiere mal an dieser Stelle eine Psychologin und Ehe- und Familientherapeutin aus einem Artikel von ihr zu dem Thema. Beziehungen, in denen eine Person das Gefühl hat, dass die andere nicht gut genug ist, so wie sie ist und Arbeit braucht, um sie zu akzeptieren, führen oft zu Frustration, Traurigkeit, Wut und Unmut. Die meisten Menschen möchten für das geliebt werden, was sie sind und nicht für das, was man aus ihnen machen kann. Ja, safe. Ich hatte mal eine Freundin, pass auf, und die hat immer gesagt, ja... Also es war keine feste Freundin, sondern es war einfach eine quasi so Kollegenfreundin, aber ist egal. Und die hat immer so gesagt, so ja, ich liebe das voll, wenn Jungs kein Produkt in ihren Haaren haben. Wenn sie nichts in ihren Haaren haben, wenn die einfach so frisch gewaschen sind und dann so zack, ne? Zack. Wenn die Haare so schön bouncy sind und sowas. Und ich habe jetzt auch ein Produkt in meinen Haaren, und zwar ich habe Syos. So diesen blauen Schaumfestiger, weil den habe ich immer, weil da gibt es schön viel Volumen, und die Strandmatte aktuell, weil das im Moment eine sehr gute, sehr gutes Clay oder wie auch immer ist für meine Haare. Und es hat das dann immer aufgeregt, und sie hat dann immer gesagt, so ja, warum machst du das? Und ich so, ja, weil ich fucking rausgehe und wenn ein bisschen der Wind bläst, dann sind meine Haare direkt wieder irgendwo. Na, ich habe auch meistens sehr, sehr viel Haarspray drinnen, nur heute nicht. Einfach so. Und da hat sie sich immer drüber aufgeregt, und ich war dann immer so, ja, was interessiert sich so? Du fährst ja eh nicht durch meine Haare und so. Und da habe ich mich immer schlecht gefühlt, wenn ich ein Produkt in meinen Haaren hatte, damit meine Haare halten. Dann habe ich nichts mehr reingegeben, und dann sind meine Haare immer so nach unten gegangen, und dann war ich voll insecure. Das hab ich voll angepisst. So, als würde ich ihr sagen, so, yo, ich hasse es, wenn du Make-up oben hast, hör auf, das, nee. Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen, aber ich finde, das ist ein guter Satz. Was das äußerliche Glow-Up durch die Freundin angeht, das muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, wie man sich damit fühlt. Ich persönlich finde, hier mal ein Tipp oder da mal ein, könnte dir ganz gut stehen, finde ich vollkommen cool, ja, und legitim. Safe, safe. Kommt ja auch vielleicht so ein bisschen drauf an, welcher Part von beiden sich mehr für Fashion interessiert, oder? Wie sieht's da bei euch aus? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Aber die Frage ist, kann man... Meine Freundin interessiert sich nur für einen Fashion-Boy. Kann man wissenschaftlich wirklich davon sprechen, dass es einen Girlfriend-Effekt gibt? Laut Julia gibt es zwar keine konkreten Studien oder Beweise speziell dafür, aber welche, in denen es um Anpassungen in einer Beziehung geht. Und das könnte eventuell damit zu tun haben. Wir mögen es, uns anzupassen, egal ob jetzt an Gruppen oder an unseren Partner, Partnerin. Wir wollen gleich sein, wir wollen Nähe herstellen und auch Sicherheit haben. Und wenn wir uns anpassen, dann haben wir auch eine Form von Sicherheit. Habt ihr schon mal gehört, dass ihr eurem Partner oder eurer Partnerin ähnlich seht? Es gibt manchmal sogar so Challenges, wo Leute versuchen herauszufinden, ob sich zwei... Ja, okay. Ja, Bro. Das sind die unauffälligsten Berliner, oder? Menschen, die sich ähnlich sehen, sich daten oder verwandt sind. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen weird, aber es ist gar nicht so abwegig. Und da gab es über die Jahre sehr viele Untersuchungen und verschiedene Theorien dazu. Es gibt eine Untersuchung aus dem Jahr 87, die zu dem Thema immer wieder zitiert wird. Hier wollten die Forschenden herausfinden, ob man sich als Paar über die Zeit optisch immer ähnlicher wird. Und dafür haben Studierende Fotos von Paaren bewertet. Einmal, als sie frisch geheiratet haben, und einmal nach 25 Jahren Ehe. Und zwischendurch wurden Fotos gezeigt von Menschen, die sich gar nicht kannten. Das Ergebnis war, lang verheiratete Paare sahen sich am ähnlichsten. Sie schließen daraus, dass das an ähnlichen Erfahrungen und Emotionen, Imitieren von den Ausdrücken des anderen und deswegen auch vielleicht ähnlichen Bewegungen der Gesichtsmuskeln liegen könnte. Oder macht eben Sinn. Am gemeinsamen Lebensstil. Da es aber nur eine sehr kleine Stichprobe von 12 Paaren war, gab es auch zum Beispiel diese Studie, die im Fachblatt Scientific Reports erschienen ist, die eher zum Schluss kam, die Gesichter der Paare sind zwar ähnlich, werden sich aber über die Zeit nicht noch ähnlicher. Ah, okay, also du bist attracted zu Menschen, die ähnlich aussehen wie du? Dafür wurden viel mehr Fotos
Fotos ausgewertet, Menschen dazu befragt und eine Gesichtserkennungssoftware verwendet. Sie haben eher festgestellt, dass sich Menschen von Anfang an jemanden aussuchen, der ihnen ähnlich sieht. Und anscheinend kann das sogar mit ähnlichen Genen zu tun haben. Auch dazu gibt es verschiedene Untersuchungen. Und eine Sozialpsychologin hat zum Beispiel auch eine Studie durchgeführt, in der Menschen bearbeitete Bilder vom anderen Geschlecht am attraktivsten fanden, die ihnen am ähnlichsten sahen. Sie erklärt das in dem Interview damit, dass wir evolutionär gesehen wollen, dass unsere Kinder die besten Gene mitbekommen und bewerten unsere eigenen als besonders gut. Es kann auch etwas mit Vertrauen zu tun haben. Biologisch geht es darum, jemanden zu finden, der dir ähnlich ist, aber eben nicht zu ähnlich. Ob wir uns also gemeinsam verändern und anpassen oder wir uns schon jemanden ähnlichen aussuchen, da gibt es unterschiedliche Theorien. Kann man dann überhaupt wirklich konkret sagen? Ah, witzig, dass es so ist. Weil ja, okay, natürlich denkst du dir so, ja, okay, meine Gene sind gut, weil natürlich, das ist irgendwie menschlich so, weil sonst würdest du dich ja nicht fortpflanzen wollen eventuell. Aber witzig, dass du es nicht versuchst, quasi was komplett anderes zu finden, weil so würdest du theoretisch Menschen perfekt mischen, oder nicht? Wenn ich jetzt attracted bin zu einer Person, die komplett das Gegenteil ist von dem, was ich bin, also außer du hast halt diese instinktiv schlechten Merkmale, also schlechte Merkmale im Sinne von, keine Ahnung, du siehst vielleicht sehr kränklich aus oder du siehst halt nicht gesund aus oder sowas, weil es ist dann einfach in dir verankert, sondern du hast halt, weiß nicht, eine komplett andere Augenfarbe als ich oder du hast eine kleine Nase und du hast abstehende Ohren oder was weiß ich was. So würdest du die Menschen theoretisch perfekt durchmischen und dann würdest du nur noch den perfekten Menschen haben, so. Sagen, wie wir uns in längeren Das ist tatsächlich bei meinem Vorfahren so gewesen. Also ich bin der perfekte Mensch. Beziehungen verändern. Dafür gibt es tatsächlich viele Studien, zum Beispiel, dass sich auch Ideale verändern können. Ja, dass man sich anpasst an die andere Person. Und das muss nicht immer negativ sein. Es kann auch durchaus was Positives sein. Zum Beispiel auch einen gesunden Lebensstil sich aneignet oder plötzlich andere Werte vertritt, die vielleicht ein besseres Grundgefühl ausmachen. Es kann natürlich auch passieren, dass ich mein Kleidungsstil ändere. Natürlich, das kann auch passieren. Aber es kann auch einfach sein, dass eben 5 Jahre vergangen sind, es gibt andere Trends und man verändert einfach vielleicht auch mal das Aussehen mit der Zeit. Es muss also nicht immer auch an der Partnerschaft liegen. Es gibt immer noch die Geschichte der einzelnen Personen, beispielsweise auch, warum passe ich mich an? Was ist meine eigene Geschichte aus meinem Elternhaus beispielsweise? Warum ist mir Anpassung zum Beispiel wichtig oder warum sträube ich mich gegen Anpassung? Also hier spielen auch einfach die individuellen Erfahrungen eine große Rolle. Das mit dem Anpassen und sich selbst treu zu bleiben, scheint eine sehr feine Balance zu sein. Der TikToker, der den Trend gestartet hat, sagt ja zum Beispiel, dass er sich durch den neuen Stil viel wohler fühlt. Andere kritisieren diesen Trend und sagen, dass dadurch der Charakter ganz oft verloren gehen kann. So sehr, dass viele von ihnen nach dem Girlfriend-Effekt fast schon aussehen wie Schaufensterpuppen, die gerade das tragen, was eben gut ankommt. Ey, aber ohne Spaß, ich habe letztens was gehört, wenn du einen Turtleneck trägst, stell dir mal vor, du trägst einen Turtleneck. Aus irgendeinem Grund, wenn dein Hals so voll bedeckt ist und quasi so eng anliegt, fühlst du dich viel attraktiver. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist auch der Grund, warum ich so Mockneck-T-Shirts gerne mag. Weil normalerweise hast du so einen tieferen Ausschnitt so. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag das gerne, wenn der Kragen sehr eng sitzt oder so. Weil es gibt dir viel mehr Struktur und ich finde, das sieht einfach besser aus an allen Menschen. Ich liebe so Mockneck-T-Shirts an anderen Menschen oder so Turtlenecks. Ne? Finde ich sehr, sehr attraktiv. A good amount of these are like good transformations. A lot of the time I'm like, wow, why did you tell your boyfriend to only wear colors that the Amish can produce? So many girls have. Du schneidest dir den Turtleneck-Kragen weg oder was? Das ist crazy. And I can fix him kink, and that just turns out to be painting your boyfriend millennial gray. Ob das wirklich so ist und wie sie sich dabei fühlen, kann man natürlich unmöglich beurteilen, wenn sie sich nicht selbst dazu äußern. Lol. Genauso wenig, wie man nicht sagen kann, ob sie wirklich einen Glow-Up hatten oder woran oder an wem das genau lag. Könnte es vielleicht die Pubertät gewesen sein? Vor allem, wenn man sieht, kannst du keine Turtlenecks tragen? Sieht, dass da einfach super viele Jahre vergehen. Da verändert man sich ja meistens sowieso, oder? Aber warum verändert sich die Frau in der Beziehung anscheinend in eine komplett andere Richtung? Glow down durch Boyfriend. Ich schätze mal, dass es einfach angenehmer ist, dass du quasi, wenn du Single bist, hast du das Gefühl, jetzt generell gesprochen, dass du dich für den Markt quasi attraktiv machen musst. Und wenn du nicht mehr Single bist, dann kannst du halt dieses chillige Leben leben. Ne? Dann chillst du halt gerne mal zu Hause und bestellst dir Pizza und es ist halt easy und es ist nicht mehr so, keine Ahnung, du kriegst sowieso die Komplimente und du musst dich halt für niemand anderen schön machen, so wirklich. Außer du willst es halt nicht, ne?
Kaiser schon 6 Stunden am Stream, was er mache. Es ist true, dieser Kaiser ist am Wahnsinn. Während die Freunde alle vermeintlich stylischer werden, sieht das bei den Freundinnen irgendwie... Und immer noch Energie, dank Holy Energy, danke schön. Zumindest laut ein paar TikToks. Harlequin, danke dir. Before, when I met him. Ah, okay. Ja, wir haben hier wieder, okay. Before, da habe ich keine Hose gehabt, dann habe ich meine gekauft. Ja, das sind ja auch komplett anders. Achso, das sind 2 verschiedene. Hä? Zara und die andere ist die Trent Hall? Nee, das ist die. Es sind halt 2 unterschiedliche Types of Girls. Weißt du, was ich meine? Sie ist halt mehr so classy, aufgedackelt, sagt man. Ne? Und sie ist halt mehr so ihr seht das Video auch schon, ne? Sie ist halt mehr so White Girl, Millennial, yo, ich bin irgendwo in der Sonne, was geht ab? Ja, genau. Ja, das war ein wildes, okay. After, no, okay. Ah, okay. Sorry, jetzt check ich, das war beides so before und das ist jetzt after. Ja, die schaut ja immer noch, lol, hat sie da die Haare abgeschnitten oder was? Schaut ja immer noch genauso aus. Das sind halt nur schlechte Bilder. Ja, okay, vorhin ist die mit perfekten Haaren im Restaurant gesessen und dies, das und jetzt macht die gerade die Wäsche und denkt sich, oh, weißt du was? Ich mache random einfach ein Selfie. Das ist halt nicht das Gleiche. Different Luft, die, nachdem du sie geatmet hast, auch... Aber das ist, glaube ich, das, was du dir selber einbildest, ne? Dass du dich dann veränderst. Du veränderst dich natürlich. Aber so, ich verändere mich ja auch über die Zeit, du veränderst dich auch über die Zeit und das ist dann einfach so, ja, manchmal hast du halt Ups, manchmal hast du halt Downs und genau. Sir Ignaz, Dankeschön für den Prime Sub. Beliebteste Mensch von Österreich. Dazu führt, dass du nicht nur anders aussiehst, sondern dich auch nicht wirklich gut fühlst. Wenn ich mich hässlich und schmierig fühle, während ich bei ihm bin, aber es ist nur die Freundluft. You're right. It's not my fault. Was? It's your fault. In nur einer Stunde soll der Effekt ansetzen, der angeblich dazu führt, dass du zerzauster aussiehst oder so. Upsi, so wie jetzt. Like in an hour. I think she looks beautiful. That's the fucking problem. Oder noch schlimmer, der Was? Was geht jetzt ab? Freund könnte dazu führen, dass dein Zimmer unaufgeräumt ist. Wenn ich das richtig verstehe, wenn der Freund gut aussieht, ist das unsere Arbeit. Und wenn wir uns nicht so gut fühlen und um uns herum Chaos ist, dann liegt es an dem Freund. Sure. Ihr wisst, es ist TikTok, man muss nicht alles ernst nehmen. Vieles davon ist natürlich nur ein Scherz, also denke ich. Oder ist es übertrieben dargestellt, das ist alles klar. Wenn man sich die Captions und Kommentare Boyfriend, ansieht, dann sind die Meinungen und Gefühle dazu auch ziemlich gemischt. Die betroffenen Girlfriends fragen sich, wo ist ihr Glow-Up und wieso passiert das überhaupt? Sie vermuten, dass es eher an den unterschiedlichen Posen, dem Licht, dem Make-up liegt oder verstehen das mit der Boyfriend-Luft gar nicht erst. Und ehrlich gesagt, schließe ich mich da an, also man macht ja was und dann verändert sich doch die Frisur oder das Make-up immer, oder nicht? Schaut mal, so sah ich am Anfang vom Tag aus und so am Ende. Brust raus, Luft. Gottes Willen, Alter. Was geht bei Brustlos. Brust raus, ab. Jetzt nicht, dass sie schlimm aussieht oder sonst was, nur die Augenringe sind stärker geworden, oder? Was ist das hier für eine Procedure? Ist klar. So sah ich am Anfang vom Stream aus und so sehe ich jetzt aus. Kauft euch jetzt Holy Energy, dann werdet ihr genauso schön. Krass fand ich hier, dass es sogar Leute gab, die sich total verunsichert gefühlt haben und Tipps wollten, damit der Boyfriend-Effekt bei ihnen bloß nicht eintritt. Und als ich dem auf den Grund gehen wollte, sind mir teilweise solche Theorien dazu begegnet, die versucht haben, das Ganze zu erklären. If you're not glowing, thriving and vibing, when you get a boyfriend... Was hat die da für ein Mikrofon? Das schaut aus wie eins von diesen Dingern, wo du so Öl drauf gibst und dann in die Pfanne schmierst. So. And that is a sign that he's not the one. Like your body is literally sending you signals that he's not the one. Und sowas ähnliches haben wir den... Imagine, die kommt her, ja, was geht ab, Jonas? Ey, wirklich schöne Beziehung gehabt. Also wir sind jetzt auch drei Monate sind wir zusammen und sowas, finde ich wirklich, war wirklich leiwand, aber aus irgendeinem Grund verändere ich mich nicht ins Negative. Ich muss Schluss machen, es tut mir echt leid. Also ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Kommentaren auch einige vermutet, dass es bei ihnen an der falschen Person lag oder dass sie sich wieder selbst gefunden haben, nachdem Schluss war. Also laut diesen Vermutungen ist man mit der falschen Person zusammen, weil man nicht mehr so gestylt... Ey, die sind alle, die aus dem Grund verlassen worden sind,
leben jetzt ein schönes aussieht Leben. Aussieht oder einen Glowdown hatte, was auch immer das heißen mag. Klar kann es sein, dass man ein sich nicht gut gefühlt hat und es wirklich einfach nicht gepasst hat. Und wenn ihr unser Video zu Revenge Buddies gesehen habt, dann wisst ihr... Ich hab jetzt hier auf meine Cam geschaut und auf einmal ist da hier so das Video und ich dachte mir, ich bin im Video... Ja, okay, nee. Auch, dass es erklärbare Gründe gibt, warum man nach Trennungen das Bedürfnis hat, sich optisch zu verändern. Das ist das und Video. In einigen Videos unter dem Hashtag Boyfriend-Effekt sagen ein paar Frauen auch, dass sie Beziehungsgewicht bekommen haben. You're right. It's not my fault. It's your fault. Ist übrigens auch nicht für alle ein Grund zum Heulen. Also es gibt auch Videos, wo die Leute in den Captions zumindest voll okay oder happy mit ihrer Veränderung sind. Ey, Serbus, Dankeschön für die 510 Bits. Sehr, sehr lieb von dir. Kaiser, er ist real, glaubst? Ich denke schon. Ich denke schon. Also auch ein kleiner Reminder, wenn es jetzt gleich um Gewichtszunahme geht. Es ist wichtig zu betonen, dass jede Person für sich entscheidet, womit sie sich am wohlsten fühlt. Aber anscheinend ist da etwas an dem Beziehungsgewicht wirklich dran. Hier hat eine Studie die Gewichtsentwicklung von 20.000 Menschen in Deutschland über 16 Jahre lang verglichen. Hier wurde festgestellt, dass Paare nach dem Zusammenziehen oft zunehmen. Und das passiert, selbst wenn man verschiedene Einflüsse wie Alter, Kinderkriegen, Sport, Rauchen, Gesundheitszustand oder Stress herausrechnet. Ein Co-Autor der Studie sagt dazu, dass man in einer Beziehung auch seine Essgewohnheiten ändert. Man frühstückt zum Beispiel gemeinsam, obwohl man das alleine vielleicht eher nicht gemacht hat. Ja, safe, safe. Und es ist auch schon so, dass wenn es zum Beispiel meine Freundin was kocht und ich bin auch am Schnitzelinski und ich rieche das und ich denke mir so, ja, Dings, und dann frage ich nach, so, yo, kann ich auch was haben? Oder selbst wenn ich nichts von ihrem Essen esse, dann habe ich halt trotzdem so diesen Geruch von gekochtem Essen und habe auf einmal Hunger. Und Corona, ja, sowieso Corona auch. Corona sind wir alle blatt geworden, aber halt trotzdem so, ist es nicht was Positives, wenn man sich wohlfühlt oder nicht? Ja, auf jeden Fall, aber es kann ja auch sein, dass du dich dann nicht mehr wohlfühlst. Es kommt halt trotzdem so von Gewohnheit und Chilligkeit oder wie auch immer. Und ich glaube, du machst dir auch viel mehr Gedanken so über dein Erscheinungsbild, wenn du erstmal alleine bist, weil dann bist du halt original, keine Ahnung, du stehst alleine vor dem Spiegel und du denkst dir so, ja, okay, das bin ich, was mache ich jetzt? Und wenn du dann deinen Partner fragst, so, yo, keine Ahnung, sollte ich abnehmen oder sowas, dann ist halt meistens so, yo, keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht wirklich ein. Bloodlore-Tier, dankeschön für die 100 Bits. Also ich habe auch zum Beispiel Fotos von mir damals, also von vor ein paar Jahren, wo ich gerade frisch mit dem Bundesheer aufgehört habe. Das war meine Peak-Gewichtszeit. Da hatte ich glaube, 140, na Spaß, also 94 knapp 95 Kilogramm. Also Bundesheer habe ich richtig zugenommen. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, so mit jetzt, also jetzt sage ich so 90, ist immer noch jetzt nicht optimal, aber ich fühle mich sehr wohl, so aktuell. Auch dank dem Bart natürlich. Dahingehend finde ich das okay, aber das fällt dir in einer Partnerschaft auch nicht auf. Weil in einer Partnerschaft, oder zumindest wenn du dich sehr, sehr oft siehst, da fällt dir das nicht auf, wenn ein Partner auch rapide zunehmen würde, denke ich. Also war jetzt nicht bei meiner Freundin so oder sonst was, nur trotzdem hat auch sie sich verändert und hat einmal ein bisschen zugenommen und hat dann wieder abgenommen und sowas. Und ich habe das nie gesehen und sie hat mir immer gesagt so, ja, dies und das und jenes und da habe ich anders ausgesehen. Und ich so, keine Ahnung, wenn du dir die Bilder anschaust, dann siehst du es erst. Aber du bist ja Tag und Nacht quasi klebst du aneinander und dann ist so, keine Ahnung, dir fällt halt null Unterschied auf. Aber tja, so kann das gehen, ne? Hätte. Übrigens geht's hier um Paare, also nicht nur einen Part. Ist also dann vielleicht eher ein Couple-Effekt, oder? Das Wissensformat Quarks vom WDR hat sich dazu übrigens noch mehr Studien zum Thema Beziehungen und Gewicht angeschaut und hier die Ergebnisse und Hypothesen. Mehr Gönnung. Zusammen geht man häufiger aus, was essen oder bestellt Lives. Yay, ohne Spaß, damals auch, als ich geraucht habe und immer bei meinem Kollegen war, der auch geraucht hat, da habe ich dann immer viel, viel mehr geraucht. Weil dann ist halt so, naja, er raucht, dann rauche ich halt auch. Oder dann ist so, ja komm, wir zocken und nach zwei Spielen oder sowas machen wir Raucherpause und sowas. Du bist halt einfach generell, wenn du mit anderen Leuten connected bist, dann werden diese Habits einfach
Stronger. Wir sind zusammengefasst. Andere Erklärungen für die Gewichtszunahme beim Zusammenleben könnten also sein, dass man größere Portionen in Gesellschaft isst, sich gegenseitig durch Gewohnheiten beeinflusst oder sich zusammen häufiger was gönnt. Sind aber alles nur Hypothesen, weil es bisher keine großen Studien gibt, die das überprüft haben. Und es geht um den Durchschnitt. Auch Sexualtherapeutin Julia hat ja betont, das sind super individuelle Erfahrungen, die man nicht pauschalisieren kann. Um speziell aber auf den Boyfriend-Effekt zurückzukommen, der von vielen ja als eher... Um das aber jetzt zu spezialisieren. Scheiße, das hat sie gesagt, kritisch wahrgenommen wird, vermutet sie eher im Gegenteil einen sehr positiven und schönen Grund dafür und ist übrigens auch kein Fan vom Begriff Blowdown. Es könnte auch ein Hinweis auf sich sicher fühlen sein. Ja, ja, also, dass safe. Ich mich sicher fühle in der Beziehung, dass ich nicht mehr so viel Wert drauf lege, wie ich nach außen wirke, sondern weil ich mich im Innern einfach gut und sicher und geborgen fühle. Was ja, ich hab's gecallt. Sexualtherapeut Küse. Wo man auch nochmal ganz klar sagen muss, was bedeutet denn sich gehen lassen auch? Was für einen Blick haben wir da auch auf Schönheitsideale, auf Vorstellungen von dem, wie eine Frau an der Seite von einem Partner auszusehen hat? JJ Bowler, sei kein Mann. Okay, interessanter Titel. Oh, oder was haltet ihr von, warte mal. Von, oh ja. Ist das ein Buch, was man lesen sollte? Ja gut, sie ist Sexualtherapeutin. Sie sollte, imagine, da steht einfach so 50 Shades of Grey. Ja, das habe ich hier für, die kann das doch safe absetzen, oder? Kann ich safe absetzen? Jo, ich habe das hier für Research Purposes mir gegönnt. Menschen verändern sich eben einfach auch innerhalb von Beziehungen und da kommen viele Effekte dazu, warum das so ist. Also wie zum Beispiel Sicherheit oder auch Geborgenheit oder auch Nähe und Intimität. Und da muss man überhaupt keine Angst haben, oder? Im Gegenteil, vielleicht ja sogar sich drauf freuen. Ganz wilde These. Auch diese Perspektive habe ich gesehen. Menschen, die sagen, ich habe den Druck in der Beziehung rausgenommen und fühle mich damit richtig gut. Oder ich fühle mich gemütlich und geliebt und das ist das beste Gefühl. Und andere sagen eben, mein Freund war schuld an meinem Hautekzem. Kann so oder so laufen. Naja, ich vermute mal, ganz wilde Theorie, es kommt drauf an, in welcher Stimmung man dieses Video macht. Wichtig ist es zu wissen, Aussehen zeigt nicht unbedingt an, wie glücklich wir in einer Beziehung sind. Warum hast du, by the way, warum hast du mein T-Shirt so? Ich finde das T-Shirt voll fresh. Ich mag das T-Shirt, das ist eins von meinen favorite T-Shirts. I don't know, was mit euch ist. Veränderung in Beziehung. Es gibt ziemlich viele Entwicklungen und Veränderungen in langen, monogamen Hetero-Beziehungen, die ganz normal sind. Zum Beispiel, dass der Verliebtheitszustand... Stimmt! Jetzt, wo sie sagt, wie ist das eigentlich in homosexuellen Beziehungen? Gibt's da nur einen... Warte mal, gibt's da nur einen Glow-Up oder Glow-Down? Nee, da machen sich beide gleichzeitig runter. In Beziehungen zwischen zwei Frauen, B-Steppert, die haben dann gegenseitig extremes Glow-Up, oder? Theoretisch schon. Den man ganz am Anfang hat, diese rosarote Brille, bei der man nur die schönen Seiten sieht und an nichts anderes denken kann, die lässt irgendwann nach. Und das ist gut so, denn lange kann und soll das der Körper gar nicht aushalten. Es wird nämlich nicht nur das Glückshormon Dopamin, sondern auch unter anderem das Stresshormon Adrenalin und noch einiges mehr ausgeschüttet. Und der Körper ist in einer Art Alarmbereitschaft. Diese Phase kann, je nachdem, wie man so fragt und wie verliebt man so ist, irgendwo zwischen mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren dauern. Aber sie muss vorbeigehen, denn so schön es sich vielleicht anfühlt, so mehrere Jahre ist crazy. Kann man tatsächlich gar nicht auf Dauer leben. Also kann aber ja, okay, wenn du große Distanz und sowas halt immer hast zum Partner, wenn du quasi eine Fernbeziehung zum Beispiel hast und dich nur einmal so alle paar Wochen siehst und das halt direkt von Anfang an, dann lass ich mir einreden, dass du sagst, ja okay, ich bin da immer noch aufgeregt, wenn wir keine uns treffen. Keine Sorge, Ekler. Es ist kein schlechtes Zeichen für deine Beziehung, wenn du nicht nonstop am Strahlen bist und dir die ganze Zeit die Sonne aus dem Arsch... Ey, ja, genieß das. Es wird weggehen. Nein, ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe, aber am Anfang bist du immer so ultra nervös und immer ultra so Butterflies im Bauch und sowas, ne? Und dann irgendwann mal geht das halt weg und das ist auch schön und dann erinnerst du dich gerne an die Zeit zurück, aber es ist auch auf Dauer irgendwann mal, weißt du, du willst dich auch irgendwann mal normal geben und irgendwann mal nicht mehr so diese Aufregung eben verspüren, wenn du dich einfach mit deinem Crash triffst. Das war oh mein normal. Gott, ich will dich nicht lieben. Das ist super. Ich war auch ganz froh, als ich das geschrieben habe. Also, was hat sie jetzt gesagt? Sorry, ich habe es nicht gehört. Eine Beziehung, wenn du nicht nonstop am Strahlen bist und dir die ganze Zeit die Sonne aus dem Arsch... Scheiße. Ja, okay. Ganz froh, als ich das geschrieben habe.
Nach dieser Verliebtheitsphase kann und wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit kriseln. Die Dating-Plattform Elite Partner hat 2020 eine Umfrage unter über 3.900 Singles und Menschen in Beziehungen zu den häufigsten Streitgründen nach Beziehungsdauer befragt und dabei auch festgestellt, dass nach dieser rosaroten Brillenzeit die Unterschiede sichtbar werden. In den ersten 3 Jahren der Beziehung streiteten die Befragten am meisten. Nummer 1 Grund für Streit war übrigens das Thema Unordnung. Also Ja. Da ziehst du ja auch zusammen, ne, in der Zeit. Und dann sind es auf einmal zwei verschiedene Standards. Und ich habe das genauso, dass meine Freundin sagt schneller mal, oder für meine Freundin ist schnell mal so, ja, okay, das muss jetzt mal wieder geputzt werden, wo ich sag so, ja, das ist ja noch gut. Weißt du, was ich meine? Oh mein Gott, oh, wasch mal dein T-Shirt. Und ich so, naja, ich bin gerade eben in den Dreck gefallen, ne, und dann wasche ich es halt nicht. Wenn es um diesen Boyfriend-Effekt geht, sollte man da vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber auch sowas wie zu viel Zeit am Handy, Unpünktlichkeit, Geld und Haushaltsplanung gehören da dazu. Die Themen, über die man streitet, die verändern sich übrigens auch mit der Zeit. Aber immerhin, Paare, die über 20 Jahre zusammen sind, sind meistens anscheinend entspannt und streiten sich, wenn, dann über sowas wie Fahrstil oder Schnarchen. Streit ist aber übrigens nichts, weswegen man sich direkt Sorgen machen muss. Solange die Probleme offen diskutiert werden und man seine Wut oder auch seine Bedürfnisse... Hey, lass liebe Grüße bei Rezo da, wenn er gerade am Reacten ist. ...nicht die ganze Zeit runterschluckt. Und wichtig ist es, laut Beziehungsforscher John Gottman, dass die positiven Interaktionen überwiegen Gottschalk. Und man fair bleibt und nicht unter die Gürtellinie geht oder komplett zumacht. Weniger Freundschaften. Eine Sache, die sich auch während der Beziehung verändern kann und mich immer wieder beschäftigt hat, sind die Freundschaften. Ich habe einige Erfahrungsberichte gelesen von Leuten, die ihre Freundinnen und Freunde verloren haben, als die in eine neue Beziehung gekommen sind und die damit ziemlich zu kämpfen hatten. Oder sie verlieren sie, wenn die Beziehung zu Ende geht, weil sie eher mit dem oder der Ex befreundet waren. Viele realisieren erst dann, wenn sie wieder Single sind, dass sie ihre Freundschaften während der Beziehung vernachlässigt haben. It's true. Das fällt dir halt nicht auf. Aber ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, da wollte ich mich immer noch mit meinen Freunden treffen, aber ich wollte sie halt immer mitnehmen und das ist halt auch nicht gerade das Smarteste, was du halt machen kannst, weil dann ist halt so, yo, keine Ahnung, es ist halt nicht zu 100% das Gleiche, es war sehr, sehr nice und das war jetzt nicht so ultra aufdringlich, nur es gibt Leute, die haben dann gar keine Zeit mehr für dich und das ist halt schade. Und dann ist vielleicht mit der Beziehung aus und dann geht's quasi wieder. Dann hast du wieder so deinen Zeitslot und es geht dann auch umgekehrt. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? 80 Jahre. Und auch diese Psychologie-Mental-Health-Seite hat hier 2 Studien zu diesem Thema genauer aufgearbeitet und fasst die Ergebnisse so zusammen. Menschen, die vom Single-Sein zum Dating oder zur Partnerschaft wechseln, verlieren Freundschaften und pflegen weniger Kontakt zu ihnen. Auch wenn man das auch hier nicht pauschalisieren kann. Manche gewinnen sogar neue Freundschaften. Klingt vielleicht erstmal ziemlich dramatisch, dass man Leute verliert, die einem nahestehen, aber Julia sagt, das ist ziemlich normal und manchmal sogar ganz gut. Ja, es kann sein, dass man Freundschaften durch Beziehungen auch verliert oder dass diese sich verändern. Meistens ist es nicht so, dass die Menschen sich nicht mehr treffen wollen, sondern dass die einfach den Blick nur für den anderen haben oder für die andere. Es kann aber natürlich schon auch sein, dass wir in Beziehungen Freundschaften verlieren, dass wir die beenden, weil wir merken, hey, das passt irgendwie gar nicht mehr zu meinen Idealen, vielleicht auch, weil ich die verändert habe. Und es kann natürlich auch einen positiven Effekt haben. Ja? Es kann sein, dass wir uns auch von dysfunktionalen Beziehungen... Boah, das ist ekelhaft. Mein Ex hat mir damals durch die Blume alle Freundschaften verboten bzw. madig gemacht, weil sie selber keine wirklichen Freundschaften hatte. Das ist voll scheiße. Ich habe das damals ja genossen mal bei einer von meinen Ex-Freundinnen. Wir haben uns immer mit ihren Freunden getroffen auf dem Spielplatz. Da war eh nie irgendjemand und haben wir immer auf dem Spielplatz gechillt und sowas. Und ich habe die voll gerne gehabt, all diese Freunde, die sie hatte. Und ich war nach der Beziehung dann sogar richtig traurig, dass ich quasi jetzt mich nicht mehr so treffen kann mit denen oder sowas. Weil die Beziehung war jetzt nicht so ultra lang. Das waren irgendwie 4 Monate oder vielleicht, ja, so 4,5 Monate. Und ja, dann waren die Freundschaften damit halt auch irgendwie weg. Das war halt schade, aber... es war trotzdem cool und ich mag das sehr gerne, wenn, genau, 13 Tage, ich war im Creepypasta Lunch Video und ich mag das sehr gerne, wenn, ja genau, wenn die Freunde von der Freundin oder von dem Partner generell dich halt dann auch akzeptieren und es gibt keinen Grund dazu, warum sie es halt nicht machen sollten, ne? Beziehungen von
sogenannten toxischen Beziehungen, Trennen von toxischen Freundschaften oder auch von Familienmitgliedern erlebe ich in der Praxis auch immer wieder, dass innerhalb von einer Beziehung auf einmal eine große Stabilität da ist, eine große Vertrautheit, eine Verbundenheit und eine Sicherheit und dass man dann so unsichere Freundschaften oder Familienmitglieder auch aufgeben kann, endlich. Mit diesem Gefühl, wenn Freundschaften zu Ende gehen, muss man irgendwie auch erstmal umgehen können, oder? Das ist ein Trennungsschmerz, über den man eigentlich auch mal reden kann, wenn euch das Thema interessiert. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn das so ist. Diejenigen, die selbst länger in einer Beziehung waren oder sind, kennen das Gefühl vielleicht auch, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, Freundschaften ändert, seine Hobbys ein bisschen aus den Augen verliert, weil man lieber gemeinsam was machen möchte und sich ja anscheinend auch so ein bisschen aneinander anpasst, können die Grenzen verschwinden zwischen wo fängt man selbst an und wo hört der andere Part eigentlich auf. Kennt ihr so Pärchen, die immer nur von wir sprechen, obwohl sie einzeln angesprochen werden? Oder die, ja, ja, die quasi wie eine Person sind und auch wie eine reden? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Auch das scheint einige Menschen zu beschäftigen. Ja, aber das ist auch so ein Abfall. Zumindest ist das Internet voll von Fragen, Warnungen, Erfahrungsberichten und Ratschlägen zu diesem Thema. Vor allem, wenn das Gefühl, sich selbst zu verlieren, zu krass wird, hat Julia ein paar Tipps. Wenn man das jetzt selber bei sich feststellt, kann man zum Beispiel auch mal überlegen, wie wäre es denn, wenn der Partner jetzt mal eine Woche weg wäre? Was mache ich denn in meiner Freizeit? Wie häufig sehen wir uns? Wie häufig machen wir auch was mit anderen Menschen? Und inwieweit ist es vielleicht auch komisches Gefühl, ein Problem? Und dann immer wirklich auch nochmal so der Hinweis, da auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man kann natürlich erstmal wieder schauen, okay, was für Hobbys habe ich denn außerhalb von Beziehungen und vielleicht einer Serie, die ich immer gucke, ja? Kann ich vielleicht mich häufiger mit... The fuck? Gar keine. Ich stream. Was für Hobbys? FreundInnen treffen. Oh, was für Hobbys habt ihr, ha? Bruder, ich habe 3 Freunde. Ich habe original 3 Freunde. Und ich hoffe, dass irgendeiner von denen immer Zeit hat, wenn ich gerade zocken will oder sowas. Und das ist alles. Und dann habe ich meine Freundin und dann habe ich euch. Natürlich, ne? Zocken. Ja, natürlich, klar. Kaiser schauen. Ja, das kann ich halt nicht wirklich. Wobei, eigentlich schon. Eigentlich soll ich das mal machen. Das ist ein stabiler Typ, oder? Ich habe gehört, Rezo reagiert öfter mal auf den. Ihr merkt, es gibt so viel mehr Themen, die in einer längeren Beziehung aufkommen und für Veränderung sorgen und ganz viele Leute und auch mich über die Zeit sehr viel mehr beschäftigt haben, als wie zurechtgemacht ich aussehe oder was mein Partner so trägt. Ich finde, das sind die eigentlichen Boyfriend- und Girlfriend-Effekte oder Couple-Effekte, über die wir viel öfter reden müssten. Ich bin schon seit längerer Zeit in einer Beziehung. Ich sah vorher so aus. Echt? Ich dachte, sie hat voll lange keine Beziehung gehabt oder sowas. Seit längerer Zeit, gell? Seit 2 Monaten? Also ungefähr, das ist jetzt nicht mal böse gemeint, aber sie hatte doch bis vor kurzem keine. Aus und heute so. Oder je nachdem, welches Bild ich aussuche. Ja, aber freut mich sehr. Oder so. Ist das der Boyfriend-Effekt? Oder vielleicht einfach nur der, ich bin älter geworden, hab mich mit... Imagine, jetzt kommt ihr Boyfriend rein und sieht einfach exakt so aus wie sie. Und auch ohne Partner verändert und fühle mich so wohl, dass ich nicht immer drauf achte, wie ich zu Hause aussehe, Effekt. Es gibt halt nur leider keinen catchy, viralen Namen dafür. Eins kann ich sagen, eine Beziehung ist vor allem eins. Der Brustraus-Effekt. Und das ist Arbeit. Darauf können sich auch ganz viele Leute in der Wissenschaft einigen. Was auf Paare zukommt, sind auch Herausforderungen, Streits, Hoch- und Tiefpunkte, gemeinsame Erfahrungen, Veränderungen, die... Jetzt check ich erst, Bruder, mein Licht ist ja einfach ausgegangen. Das Licht, was hier immer da hinten so blau ist und sowas, ist es einfach während einer Reaction ausgegangen? Hä? Ein Prägen und viele bewusste Entscheidungen für die andere Person. Aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas leichter ist, sich stattdessen mit einem Glow-Up zu beschäftigen. Wobei auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen ist, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Und das ist auch völlig okay so. Trennungen und Scheidungen sind längst nichts Außergewöhnliches mehr. Das haben wir uns ja in vielen Videos genauer angeschaut. Dieses Ideal, mit einer Person für den Rest des Lebens zusammen zu sein, ist romantic. Ah, das war die andere, die noch nie eine Beziehung hatte. Ah, scheiße, da habe ich sie gerade verwechselt. Aber entspricht nicht wirklich der Realität. Sondern eher Patchwork-Familien, Singles, Alleinerziehende und mehrere ernsthafte Beziehungen. Beziehungsmodelle sind einfach anders geworden. Schaut also unbedingt, womit ihr euch wohlfühlt, sprecht oder streitet auch mal miteinander und wie immer, lasst euch nicht von solchen Trends verunsichern. Am Ende des Videos finde ich, es gibt keinen Boyfriend- oder Girlfriend-Effekt, zumindest nicht den einen. Wow. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer ganz persönlicher Effekt war, der bei euch während der Beziehung eingetreten ist. Ich bin zum Beispiel keine Picky-Eaterin mehr und das finde ich eigentlich ganz cool. Das Leben macht so sehr viel mehr Spaß. Boah, das ist eine gute Frage. Ich gebe jetzt schon einen Daumen hoch. Zum einen, weil ich das Video abschließen möchte und zum anderen, weil ich extrem dringend pissen muss. Ey, mein
mein Effekt oder was auch immer ich. Ah! Oh Gott, ich will das voll mein Schienbein ankauen. Ah, Dreckstisch. Mein Effekt, den ich hatte, ist auf jeden Fall. Also, meine Freundin hat mir sehr, sehr viel Wissen auch immer wieder mitgegeben. Das ist jetzt nicht, um sich irgendwie einzuschreiben oder sonst. Ich glaube, sie ist auch gerade nicht mal am Start. Aber das Ding ist halt, meine Freundin hat mich sehr viel educated in verschiedene Richtungen. Auch was jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Ernährung und sowas halt angeht. Und das ist sehr wichtig. Der Tischeffekt. Auf jeden Fall, Bruder, dieses Drecksbein da von diesem Tisch. Ich säge es ab. Und da bin ich sehr dankbar. Genau, und sie ist überhaupt die Beste, die es überhaupt gibt und Wahnsinn, dass ich das Glück hatte, die eine unter 8 Milliarden zu finden. Und zu den 8 Milliarden zähle ich tatsächlich auch Männer. Nee, na, ich glaube, so einen Boyfriend-Girlfriend-Effekt gibt es nicht direkt, aber natürlich passt du dich halt anderen im Partner und je nachdem, wie sich dein Partner gibt, wirst du irgendwann mal ähnlich und das ist eine nice Sache und genau, Shoutout an meine Freundin,